Map Mühlenkreis Mittelland zu der Longlong Farm zu Part 92. Wir haben es beinahe geschafft. Wir haben die magische 100 erreicht. Noch 8 Episoden und dann sind wir bei 100. Juhu! Boing! So. Dann nehmen wir jetzt erstmal den John Deere 6250R Modell. So. So. Auf jeden Fall war ich jetzt eben schon gewesen. Weil es hat wirklich richtig gut getan. Ja, und jetzt bin ich auch wieder fit fürs Streamen. Ja, was heute Mittag los war, keine Ahnung. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil normalerweise tue ich ja länger streamen als nur 17 Minuten. Aber ja, ich hatte irgendwie in dem Moment keine gute Laune gehabt und da habe ich mal gedacht gehabt, dass ich das doch dann lieber abbreche mit dem Streamen. Und deswegen. Hätte ich dann lieber den Stream abgebrochen.
gleichzeitig wieder den Tempomat fahren. Das heißt, ich brauche nur noch lenken. Auf jeden Fall hat das mal wieder gut getan, joggen zu gehen. Da konnte ich mich auch mal wieder richtig auspowern. Und darum dreht sich es ja eigentlich auch. Um sich auszupowern. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier erstmal auf 53. Danach 29, 30, 32, 23, 24, 27 und 17 und 10. Da haben wir überall Raps drauf auf die Felder. Und das in dem Bunker, das müssten wir ja auch noch mal wegbringen, was wir da an Silage haben. Müssen wir mal gucken, wo wir das am besten hinkippen können für einen Moment, weil wir müssen uns die BGA kaufen, um das wegzubringen. Aber die kostet uns jetzt im Moment noch ein bisschen zu viel. Die BGA, außer wir leihen uns jetzt natürlich ein bisschen Geld von der Bank. Ja, was kostet denn die BGA? Müssen wir mal gucken. Ja, so viel habe ich nicht. 382.000. So viel habe ich jetzt im Moment nicht. Aber ich habe doch gerade was anderes gesehen. Ach nee. Nee, nee. Schon alles gut. Weil wir müssen ja die. Wir brauchen jetzt halt einfach die BGA, um damit auch Geld zu verdienen. Deswegen habe ich mir den kleinen Bunker da geholt. Passt zwar nicht viel rein in den kleinen Bunker, aber es macht ja auch ehrlich gesagt ja auch gar nichts, dass da nicht so viel reinpasst, weil wir haben nur ein Feld mit Wiese und das können wir dann auch auf dem Hof 1 hinbringen, die Wiese. Und deswegen. Aber da bin ich auch noch am überlegen, ob wir nicht uns da für die Arbeit nicht einen anderen Anhänger holen. Für die Wiese. Weil die Fräse haben wir ja. Wo wir das dann halt einfach alles mit einlagern, also reinpacken können. Da müssten wir dann einfach mal schauen. Wir schauen jetzt mal eben was nach. Das ist Weizen. Wo kriege ich denn das meiste Geld jetzt? Das wäre, glaube ich, hier. Eins, drei,
verkaufen wir erstmal eben. Weil da können wir uns nicht die BGA leisten. Und dann können wir das nicht alles dann später in die BGA kippen und so und dann noch mal viel Geld machen. Weil wir brauchen ja halt einfach hier auch viel Geld. Und wenn wir dadurch extra Geld machen, wenn wir die BGA behalten, warum auch nicht? Und den Rest, das wir auf dem Feld 53 haben, am Weizen, das sagen wir dann bei uns auf dem Hof ein für die Hühner. Da tun wir mit die Tiere füttern. Dann fahren wir hier vorne rein. Ja, jetzt können wir uns die BGA leisten. Dann werden wir uns die mal eben kaufen. Und bei Neuropy kaufen wir uns dann noch einen zweiten Anhänger. Aber dieses Mal ohne Gelenk. Das ist dann der beste. Wo wir auch viel reinkriegen. Ja, der von 27, der reicht eigentlich. Da passen zwar nur 21 Tonnen rein, also 21.000. Aber das fahren wir dann halt eben öfters.
Auf jeden Fall haben wir uns die BG angekauft. Und zum Europai müssen wir dann auch noch den Anhänger abholen. Den können wir aber da auf Hof 1 stehen lassen dann. Deswegen. Was trinken. Stellen wir wieder hier ab. Und fahren dann hier weiter. Also ich muss ja sagen, ich habe mir jetzt Star Wars Mandalorian angeguckt. Schlecht ist die Serie nicht. Das muss man ja sagen, aber die macht für mich, wenn es danach geht, ja überhaupt keinen Sinn. Anderes Thema zu Pokémon.
Y auf den Nintendo 3DS. Da war ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich schnell fertig. Innerhalb von 2 Tagen war ich komplett mit dem Spiel durch. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier noch weiter Stroh produzieren. Auf jeden Fall ist das jetzt so, dass wir jetzt weiter Stroh produzieren für die Schweine, für die Kühen. Und auf jeden Fall müssen wir noch ein Lager für uns kaufen.
Da müssen wir noch zwei Bahnen hier für. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier gleich fertig.
So. So. So, dann klappen wir die Maschine zu. Und jetzt haben wir zu Feld 27, danach 17, danach 10. So, und jetzt werden wir Raps ernten.
So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf Feld 27 unterwegs. Danach machen wir 17, danach 10, danach 24 und 23, weil wir nebeneinander liegen, die Felder. Und anschließend machen wir 29, 30 und 32, weil die liegen direkt auch nebeneinander. Und das kann man dann direkt alles auf einen Abwasch machen. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier noch kommen auf das Feld. So, wir müssen gleich den John Deere eben zum Hof zurückfahren, den dann den Anhänger leer machen und den Anhänger dann mitnehmen zum hier zum Feld 27. Ach, da fahren wir jetzt nicht zum Hof, das fahren wir weg. Das bringen wir mal eben. Das verkaufen wir mal eben. Weil dann haben wir noch mal ein bisschen Geld extra.
Ja. Weil das meiste Geld machen wir ja eigentlich auch mit Raps. Aber so haben wir dann aber auch noch mal was auf die hohe Kante, ohne uns bei der Bank Geld zu leihen. So, dann haben wir das schon mal hier abgeerntet. Dann sind wir jetzt auch zwei Felder fertig. Und dann fehlen uns noch 8 Stück. Weil insgesamt haben wir ja 10. 29, 30, 32, 24, 23, 27, 17, 10 und 53. Und jetzt haben wir jetzt auf Feld 17 und danach 10.
Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf Welt 17 unterwegs. Ich bin natürlich jetzt auch am Überlegen, ob wir uns nicht einen Gaul kaufen sollen, also ein Pferd, ein Hotter Hü. So. So. So, wir werden aber gleich ja auch wieder beenden. Noch eine Bahn und dann machen wir Feierabend für heute. Ich habe genug PlayStation für heute gespielt. Man soll es ja auch heute nicht so übertreiben mit den Zocken. Weil ich möchte ja auch ehrlich gesagt nicht spielsüchtig werden. Deswegen. So, und dann sage ich mal bis später.